Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show mal wieder. Heute machen wir was ganz Einfaches und auch mal für jemand anderen, nämlich für einen Hund. Nämlich die Nova, die ist sogar gerade da unten. Die kriegt nämlich heute wunderschöne Hundeplätzchen. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Ihr nehmt zum gleichen Teil Babybrei. Also da müsst ihr halt gucken, was euer Hund vielleicht mag, ob er so auf Pute oder Fisch zum Beispiel steht, Nova Marco Fisch, oder halt irgendwas anderes, und Dinkelmehl. Einfach nur zu gleichen Teilen. Hier haben wir jetzt 119 Gramm jeweils. Das vermengt man, sticht man aus und danach geht das Ganze ab in den Ofen. Und den Rest, den werdet ihr dann im Video sehen. Also fangen wir mal an. Haben wir alles nochmal drauf, und aus den Resten haben wir einfach bloß nochmal so einen kleinen Fladen gemacht, damit nicht weggeschmissen wird. Und dann wandert das jetzt, wie ihr gesehen habt, 25 Minuten für 200 Grad im Ofen. Und das Wichtige, danach müsst ihr die noch für mehrere Stunden trocknen lassen. Also die ziehen, so gesagt, noch ein bisschen Feuchtigkeit nach, und es muss richtig getrocknet sein, sonst könnt ihr euch schimmeln. Juli, und dann hauen wir mal das erste Blech drin. Zack. Tschüssikowski, bis später.
So sehen sie halt fertig aus. Das Einzige, was ihr nicht vergessen dürft, wie gesagt, noch mehrere Stunden trocknen lassen. Und wir packen die hier danach in so einem schönen Ikea-Gläschen drin. Und dann kann die Nova sich freuen. Und ja, wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr gerne abonnieren oder euch ein anderes Video angucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und gerne auch Kommentare und alles Mögliche. Also bis denn.